Hallo, heute möchte ich euch ein schönes Hebemaschenmuster zeigen. So sieht die Rückseite aus, die man aber durchaus auch als Vorderseite verwenden kann. Aber am attraktivsten ist dieses Muster hier, quasi auf der linken Seite. Es hat so einen leichten Wabeneffekt. Und ich habe dafür die Sheep verwendet, die Woolly Hugs Sheep. Sie läuft 110 Meter auf 50 Gramm, ist also ein sehr weiches, fluffiges Bändchengarn, das sich gerade für dieses Muster besonders eignet, da es schön weich bleibt und gut fällt. Wichtig ist, dass ihr eine ungerade Maschenzahl verwendet. Dann schlägt ihr eure Maschen an, also eine ungerade Zahl, und strickt die Rückreihe linke Maschen. Und danach geht es wie folgt weiter. Die Randmasche hebt ihr immer ab. Und in der ersten Reihe strickt ihr diese Masche rechts, einfach nur rechts. Die nächste Masche hebt ihr mit einem Umschlag ab. Und die folgende Masche wieder rechts. Dann die nächste wieder mit einem Umschlag abheben und eine Masche rechts. Umschlag, eine Masche rechts. Ein Umschlag und eine Masche rechts. Ein Umschlag und eine Masche rechts. Ein Umschlag und eine Masche rechts. Und die Randmasche strickt ihr rechts. Dann wendet ihr die Arbeit. Ich bin jetzt in der zweiten Reihe, das ist eine Rückreihe. Das Muster erscheint also auf der Rückseite. Ich hebe die Randmasche ab und führe dann den Faden hinter die Arbeit. Die erste Masche stricke ich links und die Masche mit dem Umschlag hebe ich jetzt nochmals mit einem Umschlag ab, sodass ich jetzt zwei Umschläge und eine Masche habe. Dann wieder eine Masche links und wieder die Masche mit dem Umschlag mit einem neuen Umschlag abheben. Eine Masche links, wieder die Masche mit dem Umschlag mit einem zusätzlichen Umschlag abheben. Und das Ganze bis zum Ende der Reihe. Und man endet, wie man begonnen hat, mit einer Masche links und die Randmasche links stricken. Dann wenden und die Randmasche abheben. Dann den Faden hinter die Arbeit führen. Und nun hebe ich die erste Masche mit einem Umschlag ab und stricke die zweite Masche mit den zwei Umschlägen rechts ab. Die folgende Masche wieder mit einem Umschlag abheben und die nächste Masche mit diesen beiden Umschlägen. Ein Umschlag, zwei Umschläge und die Masche abstricken. Dann wieder abheben, abstricken. Abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken und wir enden mit der Masche abheben und die Randmasche rechts stricken. Wenden, die Randmasche abheben. Nun kommt eine Masche mit Umschlag, also hebe ich die wieder ab und stricke die folgende Masche links. Abheben, links abstricken. 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 Abheben. Und die Randmasche. Und wenden.
und nun bin ich wieder auf einer Hinreihe. Ich habe jetzt also Maschen wieder auf der Nadel, die zwei Umschläge haben. Und ich beginne jetzt wieder quasi da, wo das Video angefangen hat. Ich hebe die Randmasche ab, stricke die erste Masche mit den Umschlägen ab und hebe die folgende Masche ab. Dann wieder abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben, abstricken, abheben und abstricken und die Randmasche rechts. Dann wenden, die Randmasche abheben und man beginnt mit einer Masche links. Das ist nun die erste Rückreihe, also die zweite Reihe ab Videobeginn. Links dann die Masche abheben, links abstricken, 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 abheben, links abstricken und die Randmasche links. Und so wiederholt sich das Muster ständig, diese vier Reihen. Und das ergibt dann dieses Wabenmuster. Wie gesagt, die Schieb eignet sich dafür richtig gut, weil das Teil einfach schön leicht und locker fällt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.